Hallo, willkommen zurück zu irgendwas mit ewiger Reise. Yay! Ewige Reise nach Atlantis. Nein, ich glaube, es heißt anders. I don't care. Ja, wir haben letztes Mal mega viele Sachen bekommen. Und ich weiß nicht, wohin. Okay, wir können aber die ganzen Dinger suchen. Da habe ich eins. Samantha Kowalski ist eine angesehene Archäologin und Sprachwissenschaftlerin. Ach so, sie ist unser Zukunftsig. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die Geschichte und Kultur von Atlantis. Samantha war auch ein Mitglied der Gruppe, die die Texte auf der Stange des Poseidons dekodiert hat. Ihre Arbeit an diesem Projekt ebnete den Weg für sie, die Geheimnisse der atlantischen Manuskripte zu enträtseln. Samantha war eine der ersten Linguistinnen, die Regierung der Erde eingeladen hat, um auf New Atlantis zu arbeiten. Die Regierung hofft, sie kann die Emberith-Chroniken dekodieren. Es sind Steine, die... Ausrufezeichen! Mit dem Schriften der alten Marsianer bedeckt sind. Okay. Dann ist hier noch eine Memory Card. Memory Card suche, Leute. Da. Feuchtigkeitssynthese. New Atlantis ist fast vollständig automatisiert. Zum Beispiel verwendet es ein modernes System zur Feuchtigkeitssynthese, zur Produktion von Wasser. Das System verwendet das Wasser zum Kühlen der Maschine. Bei der Herstellung von Lebensmitteln und um lebendes Gewebe herzustellen, das für eine Vielzahl von Zwecken verwendet wird. Okay. Das System sammelt dann das verbrauchte und verdunstete Wasser, reinigt es und bringt es zurück in den Kreislauf. Der Nettoverlust von Wasser beträgt weniger als 50 Liter pro Tag. Cool. Aber Macy... So. Hier ist noch irgendwo eins. Na toll. Also, wir machen wieder den Ding ins Trick. Hallo? Ich hätte jetzt irgendwo hier so erwartet. Ich glaube, sie können nicht in den Dingensbereichen sein, deshalb. Kann aber doch nicht irgendwo hier so an dem Balken sein, oder? Das ist ja komisch. Gefunden! Das ist immer so ein Minimum mit. Die überlegenen Atlanta. Eine der inoffiziellen Namen mit der Marskultur. Er wurde erstmal 2098 auf einer Konferenz in Kalkutta, wo Wissenschaftler aus der ganzen Welt offiziell einen Zusammenhang zwischen Atlantis, Ägypten und Syrtis Major herstellten, verwendet. Archäologen fanden einen zusätzlichen Nachweis im Kanal Schiaparelli auf dem Mars, wo tausende von mumifizierten Marsianern begraben sind. Anders als wir sind sie 7 Meter groß, sehen aber ansonsten menschlich aus. Bedeutet das, dass die Marsianer die Vorfahren der Menschen waren? Das ist die Frage, die Wissenschaftler auf der New Atlantis Station untersuchen. Okay. Und dann haben wir noch das. Mal schauen. Das sollten wir finden. Tada! Amberit. Amberith. Ich glaube Amberit, weil es deutsch ist. Auch als marsianisches Bernstein bekannt. Aus Amberit lassen sich unglaublich feste Legierungen herstellen und es ist ein äußerst leistungsfähiger Kraftstoff. Mehrere Bergbaustationen auf dem Mars arbeiten rund um die Uhr, um das kostbare Mineral aus den reichen Adern unter der Oberfläche des Planeten zu extrahieren. Jeden Monat werden unzählige Tonnen des Minerals zu Raffineriestationen im Orbit um die Erde, wo das Amberit zum Treibstoff verarbeitet wird, transportiert. Diese Stationen produzieren 90% der Energie, die die Erde und ihre Kolonie Mond 33 benötigen. Okay. Jo. Unten ist wahrscheinlich eine Tür.
würde ich behaupten. Wir haben Rot und Grün. Ich glaube, hier ist Grün und da ist Rot. Wow. Digga, Sauerstoffpegel, Zugriff verweigert? Ach, deshalb, wir müssen das Rohr reparieren. Schweißgerät? Ah, zurechtbiegen. Nein, keine Ahnung. Wie biege ich das zurecht? Mit einem Hammer? Oh. Ich kann das gar nicht weisen, bis ich den Sauerstoff nicht abgestellt habe. Jan, wo stelle ich den ab? Scheiße. Ich mag das Spiel nicht. Gehen wir halt hier rein. Klick. Hallo? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendwas, da geht's. Okay. Wir haben eine Batterie. Zum Glück weiß ich noch, wo die hingehört. Drehgriff. Okay. Aua, das tat weh in meinen Augen. So, und jetzt kann ich wieder anmachen. Dann schauen wir uns erst das da an. Jo, ich ist offen. Jetzt gehen wir da rein. Speisesaal oder Ballsaal. Ich weiß es nicht. Da ist einfach nur ein Weinglas. Okay, es ist eine Bar. Dann halt das. Warte, wir können mal schauen, was die Karte sagt. Jep, in beiden neuen Räumen ist eine Dingenskarte. Cool. Schauen wir uns den Tisch an. Eine Billardkugel. Den Kö wollen wir nicht. I'm working on a map of the cavern. The passages aren't connected to any of the other architecture. They appear much later. It's also clear something inhuman created them. There are so many tunnels, and they intersect in so many places. I haven't been able to sketch even a rough diagram. That said, the maze must end somewhere, otherwise we quickly run out of oxygen under the dome. Okay. Dann ist gut. Da ist das Ding. Kakteen auf dem Mars. Lol. Wissenschaftler auf dem Mars haben es geschafft, was auf der Erde unmöglich gewesen wäre. Sie haben Kakteen gezüchtet, die in der Lage sind, auf der Oberfläche des Mars zu wachsen. Die Pflanzen erhalten die Energie, die sie zum Wachsen benötigen, aus der Sonnenstrahlung. Weil der Photosyntheseprozess langsamer ist als auf der Erde, benötigen die Pflanzen weniger ultraviolettes Licht. Noch beeindruckender ist, dass die Pflanzen die chemische Zusammensetzung des Bodens verändern. Sie machen es möglich, später auch andere Pflanzen auf dem Mars anzupflanzen. Die Wissenschaftler arbeiten an einer neuen Generation von Kakteen, die schneller wachsen und mehr Sauerstoff produzieren, sodass die Atmosphäre des Mars noch schneller ausgereichert werden kann. Cool. Irgendwie so Knöpfe, die habe ich glaube ich nicht. Das ist kein normaler Edelstein. Wie kann ich ihn entfernen? Oh mein Gott! Es ist wirklich genau das passiert, was ich dachte. Ich dachte so einfach da drunter wacken. Das ist kein normaler. Ach so. Ich habe kurz Rubin gelesen und war so. Okay. Selbst nur ein Jahr zuvor hätte ich mir nie vorstellen können, durch ein Fenster auf eine Marslandschaft zu blicken. Okay. Du warst auf dem Mars draußen. Okay, ich habe einen von den Knöpfen, aber einer reicht nicht. Das ist etwas auf dem Boden des Getränkespenders. Ich komme aber mit bloßen Händen nicht heran. Ich muss kurz zuerst etwas Wasser hineinschütten. Haben wir aber nicht, meines Wissens. So, den einen Knopf können wir da schon mal draufpacken. Und was ist das? Ah, ein Wimmelbild. Pfeil. Ich habe anstelle von Tube erst Taube gelesen. Pfeil, Tube, Mob, Schlinge, Feder. Oh. Hallo, Hand. Kreuz. Da ist ein Kreuz. Gebiss. Da ist ein Gebiss. Cocktailglas. Da. Sogar mit Cocktail. Goldbarren.
Handschuhe. Ballon. Pfeil, Tube. Da ist eine Tube. Mob. Hallo, Wischmob. Soll das ein Mob sein? Ich bin mir gerade absolut unsicher. Keine Ahnung. Sieht halt aus wie so ein Mob, wo nicht Lappen dran ist. Der sehr kurz ist. Okay, gut. Es war wirklich der Mob. Schlinge. Suizid. Pfeil und Feder. Das ist eine Sprungfeder. Pfeil. Ja, gut. Jetzt ist halt die Frage, was für ein Pfeil, ne? Das ist Spaß. Jedes Mal aufs Neue mal so. Ja. Entweder wir suchen das oder das. Gefunden. Fahne, Dynamit, Helm. Fahne und Dynamit. Da ist die Fahne, da ist das Dynamit. Helm. Tada. I did it. Und wir haben einen Mob bekommen. Okay. So. Dann müssen wir jetzt wieder dahin, weil hier waren wir ja noch nicht fertig. Und wir müssten hier auch noch die Dingenskarte finden. Ach, das Brecheisen dürfen wir mitnehmen. Super. Ich freue mich schon drauf. Ich liebe das. Ich liebe Brechstangen. Die Brücke steht unter Strom. Ich brauche einen Schutz gegen die Elektrizität. Gummistiefel. Da. Ein Mangel an Wissenschaftlern. Die Entdeckung der Gräber auf New Atlantis ist die wichtigste archäologische Entdeckung dieses Jahrhunderts. Aus diesem Grund würde man davon ausgehen, dass mehr Wissenschaftler bereit wären, auf den Mars zu arbeiten. Aber überraschenderweise ist das nicht der Fall. New Atlantis braucht mehr wissenschaftliches Personal. Vor 2 Jahrhunderten haben die Archäologen nicht einmal davon träumen können, auf einem anderen Planeten zu arbeiten. Trotzdem hat die Möglichkeit, bahnbrechende Arbeit auf einen anderen Planeten im Sonnensystem zu leisten, nicht genügend Spezialisten angelockt, um den personellen Anforderungen des Projekts gerecht zu werden. Arbeitsmangel. Da ist nichts, da ist nur die Brücke und da ist... das ist eine Wasserreinigungsanlage. Wenn ich das kann ich hier... Okay, hier kann ich mir Wasser holen. Aber ich glaube, wir haben keinen Behälter für Wasser. Okay. Dann geht's nach oben wieder. Und zwar... Oh, und wir können hier wimmeln. Weil ich glaube, in der Kommandozentrale war das für die Batterie. Arbeitsanzug. Tennisball. Spitzhacke. Marker, Löffel. Hallo, was bist du? Von der Sonnenbrille, glaube ich. Achso, ich brauche Kleber. Hallo? Da, Klebeband. Wow. Okay. Marker, Löffel, Spitzhacke, Gummi. Ja, die Gummistiefel kriegen wir, dann können wir dadurch die Elektrizität. Ich wusste es. Ich bin ein Genie. Okay, da waren wir. Wurde kurz von meiner Mom unterbrochen. Föhn, Marker. Ist das ein Föhn? Ja. Marker, ich finde den Marker nicht. Ich denke an so einen Textmarker, aber ich bin mir echt nicht sicher. okay. Stern. Feder. Zahnbürste. Hier ist eine Haarbürste. Also ich putze meine Zähne mit meiner Haarbürste. Feder, Karabiner, Ananas. Joa. Cool. Da ist Zuckerstab. Da ist die Spitzhacke. Das ist eine Feder. Gürtel. Marker.
Textmarker, ne? Da ist ein Textmarker. Das war wirklich ein Textmarker, aber ein blauer. Löffel, Zahnbürste, Karabiner. Ich hoffe, es ist so ein klassischer Karabiner. Zahnbürste, Löffel. Da ist ein Karabiner, das ist ein klassischer Karabiner. Ich weiß nicht, ob es andere Arten von Karabinern gibt, aber sobald das nicht so aussieht, hätte ich es nicht erkannt. Hier, Batterie. Da. Geh da rein. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Den Mob, der ist lang. Ja. Oh. Okay, nee, das hat einfach nur so gut. Ich weiß halt nicht, wozu ich den Strom da angemacht habe, wenn ich ehrlich sein soll. hierfür. Oder? Es ist eine Sternkonstellation. Ich werde mich wohl kaum an alles erinnern können, also sollte ich sie abzeichnen. Okay. So, wo müssen wir hin? Genau, wir müssen wieder da nach unten. Und zwar dahin. Dahin und dann Gummistiefel. Wenn etwas hinter dem Ventilator ist, muss ich die Rotorblätter irgendwie anhalten. Okay. Wäre mir trotzdem noch zu gefährlich, aber so, und jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Dahin wollte ich. Ich weiß nicht, was an dem anderen Ort ist. Ich wollte hier hin. Weil ich war so, wir haben jetzt alle Knöpfe. So. Dreh die Steine und finde zueinander passende Symbole. Okay. Handmuschel, Regenschirmstern, Regenknoten, Hase, Anker, Ausrufezeichen, Mensch. Achso. Welchen Ausrufezeichen? Mond, Stern, Fußabdruck. Nein, da oben war die Hand. Wasser, Regenschirm. Hammer, ich glaube, hatten wir noch nicht. Wir hatten irgendwo den Anker. Da. Musiknote. Notenschlüssel. Toter Fisch. Schlüssel. Muschel. Hase. Hammer. Schloss. Flasche. Pfotenabdruck. Hase. okay. Die Fältchenmuschel. da, Flasche. Hammer. Tieressen, I guess. Okay. We did it. Yeah. Zugangskarte. Ich weiß nicht, wo das war. Hallo, hilf mir. Okay, im Labor können wir dann auch was machen. Rubin? Okay, keine Ahnung. Nee, okay, wir haben nicht die... Ich weiß nicht. Achso, wir haben auch noch das. Ah, das wäre das Spiel die ganze Zeit von mir. Dass ich mein Dingens dahin packe. Ah, I see, okay. Daran hätte ich nicht gedacht, weil ich halt sicher wusste, dass ich nicht genug habe. Hier brauchten wir die Zugangskarte. Jupp. Lass mich rein. Ist der Bohrer fertig? Hallo? Ah, okay, das macht mir das Bohrerteil, dann gehe ich da hin und dann packe ich das an den Bohrer. Okay, verstanden. Nimm mein Bohrerteil. Hier, Bohrer. Bohre. Hol mir die Menschen. Hallo? On.
Ich habe Angst vor den Insektenmenschen. Die werden mich umbringen kommen. They know my location. Wir haben das doch zugemacht, um sich vor den Dingern zu schützen, oder? Ja, ich weiß nicht. Egal. Wir machen, was wir wollen. Na, Macy, bitte folg mir, Macy. Ich möchte nicht, dass diese Kreaturen, dass dich diese Kreaturen wegtragen. Oh Gott, die Fettmenschen sind da. Hallo, Schaufel. Ich brauche 3 Edelsteine. Ich habe 1. Okay. Es ist eine riesige Käferlarve. Wie schrecklich. Ew. Ew, schau mich nicht so an, du Ekelpaket. Noch ein toter Käfer. Kotz. Ew. Noch eine Larve. Wenn ich die Überlebenden finde, kommen wir zurück und vernichten sie. Ja, kannst du lange hoffen. Ich muss die Wurzeln vorsichtig abschneiden. Ich darf das Gerät nicht beschädigen. Nagelschere. Die machen komische Geräusche, die Wurzeln. Beziehungsweise die Schere. Übersetzer. Okay. Hör auf, mit dem Ding zu spielen. Das ist eklig. Diese Wurzeln bedecken den Ausgang. Ich kann sie mit bloßen Hand nicht entfernen. Ich brauche ein Werkzeug. Okay. Die Schalen von toten Käfern. Die Arbeiter müssen sie getötet haben. Ansonsten wäre ich wohl tot. Okay. Das hier ist nur dieses Tor. Okay. Weil es ist hier. Noch so ein Ding ins Auge. I'm still in shock. We were at the lake looking for Mike, a missing diver, when beasts erupted out of the water. I had seen them before, but they were smaller and seemed harmless. Everything happened so quickly, we were caught off guard and were unable to stop them. Moreover, the creatures appeared to be intelligent as they smashed our radio, leaving us isolated. They cover their victims with roots through which they draw the life force out of the bodies. A small group of scientists and I managed to find a hiding place. But how long will it be until the bugs find us? Eskalation. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass da tote Menschen an den Wänden sind. Mami. Es ist Professor Lee. Sind sie alle? Sind alle tot? Also, ich würde abhauen. Das, ich schaff das. Der Körper ist von seltsamen glühenden Wurzeln bedeckt. Und was ist das hier? Um den Sarg anzuheben, benötige ich das Zahnrad. Ich habe kein Zahnrad. Okay, suchen wir hier. Ich glaube, sobald wir fertig hier mit dem Suchen sind, muss ich die Folge beenden. 5. Medaille. Ich krieg einen Preis dafür, dass ich nicht tot bin. Yay. Okay. Ball, Kettensäge. Ball ist rund, da ist ein Ball. Da ist ein Zahnrad. Ich weiß nicht, ich brauche ein Zahnrad. Pfeil, den habe ich gesehen. Geldbeute, Kettensäge, Knochen. Kettensägeknochen, da ist die Kettensäge. Knochen. Es könnte halt jeder Knochen sein, ne? Das ist das, ne? Das haben so Knochen an sich. Man hat viele davon. Ah, da ist ein Knochen. Das ist so ein simpler Knochen. Geldbeutel, Medaille, Hefter, Pfeife. Da ist die Pfeife. Hefter. Hallo, ich habe hier so ein Heft. Das muss ich einheften. Was? Nein. Falsch. Zahnbürste. Da ist die Zahnbürste. Hefter, Geldbeutel, Medaille. Hallo? Wenn ich Hefter höre, denke ich an so einen Ordner. Medaille und Geldbeutel. Da ist der Geldbeutel. Medaille und Hefter. Ah, die können mit Hefter natürlich auch Heftackerer meinen. Ich
ich nenne das, ich kenne das als Tacker, aber ich glaube, man nennt das manchmal auch Heftackerer oder Heftack. Ach. Und anscheinend auch Hefter. Medaille. Ich weiß nicht, ich stelle mir halt irgendwas Goldenes, Rundes vor. Medaille. Nein, okay. Dann auch nicht. Ich hab sie gefunden. Okay, dann öffnet ihr das. Da soll eine Schraube und ein Flachmann drin sein. Das ist keine Schraube. Hätte mich auch gewundert. Da ist die Schraube. Und da ist der Flachmann. Die Tour ist verschlossen. Hammer. Da. Kolben. Okay. Wir haben es geschafft. Und wir haben eine Kettensäge bekommen. Okay. Ich dachte, wir bekommen das Zahnrad. Dann halt nicht. Okay. Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir von Killerkäfern umgebracht werden. I guess. Ich weiß nicht. Ich glaube, Macy ist tot. Hilfe.